Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt, einem ganz kleinen. Ich spiele König der Löwen und zwar ganz einfach mal im Einfach-Mode, weil es einfach schneller geht und zusammen jetzt mit meiner kleinen Schwester. Mit. Jetzt Donuts. Hat er gesagt, so in etwa. Ja, cool. Das Spiel spiele ich natürlich nicht original auf der Super Nintendo Entertainment Station, so wie vor 10 Jahren. Da hatte ich es auch schon. Weil, ja, ich habe keine mehr, schon lange nicht mehr, sondern auf dem Computer ganz einfach. Und ich finde, es macht mir auch so Spaß. Also, ich finde sogar am PC ist es einen großen Ticken leichter. Nicht nur wegen der Safe States, sondern auch wegen der Störung. Genau das. Ja, meine kleine Schwester ist auch mit von der Partie. Das liegt einfach daran, dass sie fast den ganzen Tag irgendwie bei mir verbringt, habe ich so das Gefühl. Ups, ich bin runtergefallen. Das ist Skype. Ja, das ist Skype. Ignoriert Skype. Ich würde es ja glatt wegmachen, aber. So. So, jetzt wisst ihr, ich habe auch Skype. Ja, halt. Wo war ich erst? Ja, ich spiele im einfachen Modus. Dam, dam, dam. Keine Horrormusik im Hintergrund, Maggie. Das ertragen die Leute nicht. Maggie hat Madagaskar 3 geguckt und seitdem fängt sie mal an, Horrormusik im Hintergrund zu singen. Was gar nicht so schön ist. Naja. Also, ich spiele einfach zum 100. Mal, habe dementsprechend 8 Leben. Und 8 Leben ist die volle Anzahl, die man haben kann. Mehr geht nicht in dem Spiel. Das ist eine Hygiene. In dem Modus, den ich spiele, muss ich bloß einmal draufspringen, wenn sie hier geschafft ist, und dann ist sie schon besiegt. Das ist eigentlich ganz einfach. Im Normalen muss man zweimal und im Schweren weiß ich nicht. Ich denke mal dreimal oder so. Ich weiß es nicht. Ja, er hat gesagt, alles, was das Licht berührt, ist unser Königreich. Okay, hier speichere ich mal schnell. Denn ich mag das. Und ich schaffe es immer unterschiedlich. Genau, ja, seht ihr das? Das meine ich. Also mein Rekord war 60 oder so. Ob ich das jetzt nochmal schaffe, weiß ich nicht. Okay. Weißt du noch, wie man rülpst, Maggie? Ja. Wie das? So, sie weiß es. Also, wenn eine knifflige Situation kommt, speichern wir mal schnell, dann muss man X drücken. So, eben gemerkt. Also, bei X rülpst er dann. Und das seht ihr dann, wenn es weit ist. Seht ihr? Das passiert, wenn man X drückt. Okay. Okay, das sind jetzt ein paar Käfer. 39, das ist auch schon eine gute Anzahl, oder? Ja, was hat er gesagt? Ich bin ein dickes Schwein. Irgendwie sowas. Was? Das ist jetzt das Can't Wait to be a King Level. Also, dass ich. Dass ich will gleich König sein Level. Ich habe keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. Okay. Also dieses, ich nehme mir jetzt erstmal vor, wie dieses Spiel erstmal nicht Game Over zu sein, natürlich. Das habe ich schon lange nicht mehr geschafft. Als ich klein war, war das noch öfters. Da hat man noch um jede einzelne Sonne gebannt. Ja, Maggie, was möchtest du sagen? Wenn ihr da bei der Schule seid, dann kommt ein Gorilla, der ganz rund Kokosnüsse. 100 Kokosnüsse, weiße, und die müsst ihr einfach draufspringen draufspringen oder ausweichen. Haben wir schon. So, ich muss sagen, das Level war früher wirklich, ich habe das einfach nie hinbekommen. Ich habe das als. Ja, natürlich. Das ist ganz einfach. Die Sonne ist nochmal ein extra Leben. Also, du hast ja hier diese Level-Ups. Ja, genau das. Und wenn du. Speichern mal schnell. Und wenn du. Tja.
Und wenn du 8 Level, andersrum, wenn du hier alle deine Level-Ups verloren hast, dann geht eine Sonne weg und du hast unterschiedliche, ich glaube 2, 3, 3000, was weiß ich, hast halt ein paar Sonnen und wenn alle Sonnen weg sind, dann bist du Game Over. Wenn man das jetzt am PC spielt und safe staten kann, ist es natürlich also eine sehr geringe Chance, dass man überhaupt mal Game Over ist. Ich hatte mir mal, ich glaube, das geht gar nicht. Naja. Ich hab das Schraubstab. Genau. Ich habe mir mal vorgenommen, dieses ganze Spiel durchzuspielen, ohne, nicht nur ohne zu sterben, sondern ohne angegriffen zu werden. Das ist jein möglich. Einerseits ist das möglich, andererseits ist es auch irgendwo eine Sache von Glück. Also das hat auch was mit der, bitte? Hat auch was mit der Zeit zu tun, in der man da gerade, ja, was weiß ich. Also es ist unterschiedlich. Möglich. Und wenn man da die Pfeiltaste da hinten drückt, wenn ein kleines Kreis. Ja, so, schon wieder ein Kreis. Ein nach unten, ein nach oben. Das will heute auch sehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Dann machen die Kugeln wieder drauf und dann geht das ganz schnell. Ja. Ganz schnell speichern. Ganz schnell. Das stimmt. Wenn ihr es sehen wollt, davon. Das war jetzt die schnelle Version. Nochmal. So, nein, war recht. Das bitte. Nee, Mink, nein. Achso, ja, wenn man springt hier, sieht, das wäre jetzt die schnelle Version, ne? Okay. Wusch. Cool. Oh nein, jetzt habe ich vergessen ihn. Na klar. Seht ihr? Wie lange bin ich in? Na, also, können wir gleich nochmal die schnelle Version ausprobieren? Ja. Okay. So, jetzt müssen wir, also, man muss folgende Affen anrühren, habt ihr jetzt gesehen. Sobald ihr wieder auf der anderen Seite seid, den hier oben. Und damit es weitergeht, nochmal den hier unten. Was ich oft. Also, wenn man das nicht mehr weiß, dann ist, kommt man da echt schnell durcheinander. Und dann landet man immer wieder vorne. Mhm. Ja, also, Maggie ist jetzt in der ersten Klasse. Ich bin in der 10. Klasse. Und ich hab noch Nookies. Ich bin wenn dir das mal nicht peinlich ist. Jetzt kommt das auch mit dem Spiel im Kino. Das mag ich eigentlich auch, nur unterschiedlich. Set. Noch einmal. Oh ja. Stellst du mir schon an? Das wird dann geklärt. Ihr dürft nicht die Spinnen berühren. Ihr habt es ja gesehen. So. Ich habe jetzt geklärt, das Bild muss mir zu sehen. Aber ich unterlasse das mal, ja. Normalerweise. Nein. Okay, also hier ist ganz einfach, ihr müsst bloß die zwei hier platt machen und dann geht's schon weiter. Drittes Level, ja, dieses Level ist die Szene auf dem Elefantenfriedhof. Und das da oben, wo das Glas von Ding ist, dann können die da drauf springen und sich dann da festkrallen, dann können sie dann hier an der Stelle kann man auch drüber klettern. Könnte man, aber das mache ich nicht. Ich klettere lieber hier drauf. Wie ihr seht, war ich auch wieder eine Glückssache mit dem Adler. Es ist immer so, wie gesagt, es hat auch mit der Zeit zu tun, wenn man ja ganz schnell durchritt, schafft man das sogar ohne Berührung. Laufenden Geier? Hier in der Ecke ist nochmal ein geheimer Käfer, aber den sieht man nicht. Genau. Und da hinten, ja, da ist Gift und da müssen sie ganz schnell so hin und her treiben, sonst. Man kennt sich aus. Ja, ich hab das Spiel aber. Das ist genau wie da, aber da sind nur keine. Ich hab das Spiel auch schon in dem Alter gespielt, nur für die SNES. Und es hat mich damit so fertig gemacht, weil man konnte ja nicht speichern und hatte nur begrenzte Anzahl Leben und die ersten Level, die waren jetzt schon damals nicht ohne. Also ohne, ich würde es auch ohne Safe Stage, denke ich, schaffen, aber es würde sehr lange dauern. Und da ist ja? Und da sind die Sprudel und wenn sie da sind, ist einfach ein Reflex. Können auch versuchen, da hoch zu springen, ganz schnell. Oh, Maggie's Vorliebe, ich spreche jetzt alle mit dir an. Heute sprichst du alle mit dir an. Da oben ist noch die Geber. So. Ich hab's Maggie, was sagt man nicht? Ah, seht ihr? Oh! Ah! Hey! Na klar. Wäre zu schön gewesen. Diese Dinge hier, darauf sollte man nicht zu häufig drauf fallen. Die werden irgendwann kaputt reißen. Genau.
So, hier speichere ich mal schnell.